zweite Folge Hotseat war letztes Mal. Heute kommen wir zur dritten schon mit wieder 6 Spielern. Mit dabei sind wieder der Vincent, der mitspielen wird. Darunter unter anderem auch wieder der Alex, der mitmachen wird wie immer. Der Glocke ist am Start. Auch Bari spielt wieder eine Runde mit. Littus und der Itachi Uchiha. So. Und wieder beginnen wir einfach mal Hotseat. Let's go! So, und für all diejenigen, die vorigen Folgen noch nicht dabei waren und die im Stream noch dazukommen sind, ich erkläre nochmal die Regeln dieses Formates. Wir spielen Millionaire Hotseat, das Format aus Australien. Also, wir haben 15 Fragen auf dem Weg nach oben vor uns. Wir fangen an mit dem ersten Spieler. In diesem Fall haben wir jetzt hier Littus, der anfangen darf. Und er spielt mal so weit, wie er kommt. Frage 1, 2, 3, 4, 5. Und irgendwann kommt eine Frage, da weiß er nicht weiter. Dann hat er einen Joker, das ist nämlich der Pass-Joker. Dieser Pass-Joker erlaubt es ihm quasi, die Schlange zu verlassen, beziehungsweise den Hotseat zu verlassen und zurück hinten zu den anderen ins Publikum zu gehen und dort quasi abzuwarten, bis er wieder drankommt. Der nächste, der dann quasi in der Schlange sitzt, kommt nach vorne zur Mitte und spielt seine Frage. Gleiche Zeit, von neu geht's los und er muss dann diese Frage spielen. Sollte diese Frage falsch beantwortet werden, dann ist es so, dass der höchste Betrag aus dem Geldbaum gestrichen wird. Demzufolge, die Million ist dann weg. Wir spielen nur noch um 250.000 mit dem nächsten. Der nächste, der rausfliegt, ist dann nur noch dafür verschuldet, dass alle anderen 100.000 gewinnen können. 50.000, 20.000. Im schlimmsten Fall, bei einem übrigen Spieler, kann der maximal noch 10.000 Dollar gewinnen. Jetzt kommt das Interessante daran. Einerseits sind die Fragen auf Zeit. Die ersten 5 Fragen haben jeweils 20 Sekunden Zeit. 20 Sekunden Zeit zu beantworten. Die nächsten 5 von Frage 6 bis 10 sind 40 Sekunden Zeit und die oberen 5, Frage 11 bis 15, ihr kriegt jeweils dort 60 Sekunden Zeit. Die 1000 Dollar gewinnt nur derjenige, der die letzte Frage des Spiels falsch beantwortet. Ansonsten heißt es generell, the winner takes it all. Wer die letzte Frage im Spiel richtig beantwortet, gewinnt die Gewinnsumme. Alle anderen, die in der Warteschlange sitzen, dürfen wiederkommen. Alle anderen, die falsch antworten, gehen mit 0, mit gar nichts hier raus. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Die ersten 5 Fragen zum Warmwerden. Ihr habt den Pass-Joker. Denkt dran, 20 Sekunden Zeit. Los geht's. Erste Frage für den 100er. Wer sich durch einen unwegsamen Laubwald kämpft, streift bestimmt auch mit der Schienbeine, Kniescheiben, Hüftgelenke oder Schulterblätter? Antwort D, Schulterblätter. Richtige Antwort. Und wir gehen auf 200 mit dieser Frage. Was machen Tier und Mensch? Da haben wir Gefuchsen, Gehasen, Gehirschen, Gebären. Wie G? Was ist mit G? Final D. Oh Gott, verwirr mich nicht. Aber es ist richtig. Aufpassen auf Tippfehler. Auf Tippfehler immer aufpassen. 300. Damit man im Dunkeln besser die Zeit ablesen kann, gibt es Uhrzeiger, die fluoreszieren, jodieren, chromieren oder chlorieren. Antwort C, bromieren. Warum das? Es wäre leider fluoreszieren gewesen. Antwort A. Eine frühe Ausscheidung im Spiel leider. Dennoch können alle anderen ja immer noch 250.000 gewinnen. Und wir spielen weiter mit dem Alex, mit Millionaire Man.
Denn seine Frage lautet: Viele Kabarettisten sind bekannt für ihre. Da haben wir im Angebot einmal Antwort A: scharfe Zunge. Für B: ihre salzige Haut. Für Antwort C: süße Nase. Oder für Antwort D: saure Ohren. Scharfe Zunge, richtige Antwort. Frage 4, 500 gibt's hierfür. Bekommen Hengst, Stute, Wallach und Co. das passende Futter dann fressen? Hundehaufen, Kuhfladen, Pferdeäpfel oder Vogelscheiße? Pferdeäpfel stimmt auch. Und Frage Nummer 5, 1000. Die letzte Frage für 20 Sekunden Zeit kommt hier. Womit belohnen Arbeitgeber häufig ihre Angestellten? Mit dem dritten Weihnachtstag, mit der fünften Jahreszeit, mit dem 13. Monatsgehalt oder mit der 350-Stunden-Woche? Das ist ja fast schon heftig. Aber das 13. Monatsgehalt, das stimmt. Zum Glück. $1000 für irgendjemand heute Abend. Keine Ahnung, Linitus. Das können Fragen von damals gewesen sein. Ich meine, damals bei den ersten Sendungen, sind sie, früher war das Niveau ja von den Fragen viel höher als heute. Aber gut. Fünfte Frage geschafft. Wir schauen auf die Frage Nummer 6. $1500. Du hast deinen Passdruck immer noch. Du kannst immer noch zu jeder Zeit sagen, ich will passen und zurück ins Publikum gehen und in einen anderen hoffen, dass er verliert. $1500. Ab hier sind es für die nächsten 5 Fragen von Frage 6 bis 10 jeweils 40 Sekunden Zeit. Toi, toi, toi. Hier kommt die Frage. Was fehlt dem standhaften Zinssoldaten aus Hans Christian Andersens Märchen? Da haben wir im Angebot. Ein Arm, ein Bein, eine Kopfbedeckung oder ein Bajonett. Alex, wo bist du? 18, 17, 16. Schnell, 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 schnell. Lass ihn mal passen. Oder er sagt C. Wäre es jetzt mal 2 Sekunden eingeloggt, hätte ich dich passen gelassen, tatsächlich. Aber gut, Antwort C. Leider fehlt ihm in dem Märchen generell immer das Bein. Antwort B. Dann spielen wir noch um 100.000. Und diese Frage geht an Glocken M. Mit: In einer Horrorkomödie von 1978 fürchten sich amerikanische Bürger vor dem Angriff der Monstermelonen, Räuberradieschen, Kindertomaten oder Zombie-Zucchini. Angriff der Killertomaten. Genauso ist es. Wir spielen um 2500, du hast auch deinen Passjoker noch. Frage 7. Welche Ruinenstadt lassen sich Peru-Reisende selten entgehen? Wir haben Angebot. Antwort A: Titicaca, aber B: Popocatl, aber C: Machu Picchu oder D: Haligali. Sekunden noch.
Lifeline. Er passt, dann. Kriegt diese Frage in der Bari gestellt. Baris siebte Frage, das ist eine 200.000 Dollar Frage. Welche Ruinenstadt lassen sich Peru-Reisende selten entgehen? Titicaca, Popocatépetl, Machu Picchu oder Haligali? Zeit läuft auf jetzt. Antwort C. Richtig, so sieht's aus. Richtig. 200.000. Frage 8, 4.000 Dollar. Du hast noch deinen Pass-Joker, wenn du ihn nutzen willst. Du kannst natürlich jetzt auch die nächsten 7 Fragen so durchspielen. Wissen Sie, ja, die nächsten 6 Fragen. Frage 8, 4.000, 40 Sekunden Zeit. Die Hauptdarstellerin der Serie Bezaubernde Jenny oder Johnny heißt Helen Heaven, Barbara Eden, Penelope Paradise, Paradies oder Wonder Wonderland? In the Wonder Wonderland. Lifeline, dann war ich mal schön mit dir. Weiter geht's. Denn diese Frage stellen wir jetzt an den Vincent. Vincent, deine 4.000 Dollar Frage von Bari. Die Hauptdarstellerin der Serie Bezaubernde Jenny heißt Helen Heaven, Barbara Eden, Penelope Paradise oder Wonder Wonderland. Zeit läuft. Barbara Eden. Das ging flott. Was gerade oder gewusst? Eben waren seine Antworten ja alle nach und nach geraten. Und es ging gut vorhin. Jetzt in dem Fall ging es wieder gut. Wie macht er das nur? Nicht schlecht. Er ist im Raten erst gut. Na gut, 25% Chance, der Rechte zu liegen. Von so sehen. 6.000 Dollar, Frage 9, 40 Sekunden Zeit, auch du hast noch deinen Pass-Joker. Frage 9 lautet: Innerhalb des nördlichen Polarkreises liegt die Arktis, gibt es kein Festland, leben 3/4 aller Wale oder scheint nie die Sonne? Lifeline. Dann, danke fürs Spiel. Für den Moment zumindest. Und der Itachi Uchiha. Itachi Uchiha spielt diese Frage jetzt. Innerhalb des nördlichen Polarkreises. Da. Liegt die Arktis, gibt es kein Festland? Liegt kein Festland? Leben 3/4 aller Wale oder scheint nie die Sonne? Der. Okay, Bari hatte gesagt D. Du hast gesagt einfach C, 3/4 aller Wale. Aber innerhalb des nördlichen Polarkreises liegt die Arktis. Eieieiei.
Ist ja egal, ist ja egal. Wir müssen inaktive Spieler eh rauswerfen, so oder so, weil bringt ja nichts. Dennoch, wir machen weiter. Frage 9. Glocken darf sie gestellt bekommen. Frage 9 lautet wie folgt. Im Februar überreichte die Industrie der EU den Prototyp für ein neues europaweit einheitliches Handy-Ladegerät, Kfz-Kennzeichen, Zeitungsformat oder Brillengestell. Sekunden noch locken. Aber B. Kraft des Kennzeichen. Geraten. Gut, dein Passjoker war aufgebraucht. Leider ist es das Handy-Ladegerät. Das wurde vereinheitlicht. Schade drum. Dennoch geht es jetzt als nächstes weiter mit Bari wieder. Und Bari kriegt Frage 9 ebenfalls 6.000 Dollar gestellt. Wir haben noch im Spiel zwei Spieler. Drei Fragen sind noch offen für 10 bis 20.000 zu gewinnen. Bari hätte die Chance auf 20.000. Und ja, ich gucke uns das mal an. Was kann man Anfang August 2012 bei einem Tennisturnier in Wimbledon erhalten? Nobelpreisurkunde, olympisches Gold, DFB-Pokal oder Tour de France-Trikot? Das ging flott. Olympisches Gold, sagst du? Richtige Antwort. Sehr gut. So, demzufolge, Bari kann 20.000 gewinnen mit zwei Fragen. Zwei Fragen. Entweder du oder dein Nachfolger mit 10.000. Frage 10 von 11. Nach wie vielen Ehejahren feiert man die eiserne Hochzeit? 35 Jahre, 40 Jahre, 65 Jahre oder 70 Jahre? 30 Sekunden noch ab hier. Wären 65 Jahre gewesen. Demzufolge, Vincent, du spielst die letzte Frage des Abends. Du hast 1000 Dollar sicher in jedem Fall. Aber du kannst 10.000 Dollar gewinnen. Deswegen, wir gucken uns das Ganze an. Frage Nummer 10, die letzte Frage des Abends. Was bekommen wir nur etwa alle 76 Jahre zu Gesicht? Ist es Rückseite des Mondes, Ringe des Saturn, totale Sonnenfinsternis oder hellischer Komet? Schnell sein. 12, 11, Final A. Die Rückseite des Mondes? Ging mir nie zu Gesicht. Wäre ja irgendwie ein bisschen merkwürdig. A hätte ich am ehesten ausgeschlossen.
Ich hätte C gesagt. Bis jetzt gab es im Chat noch leider keine richtige Antwort. Es wäre der hellische Komet gewesen. Antwort D. Aber damit gehst du nicht ganz leer aus, denn du hast heute die 1000 gewonnen. Spannende Runde. Bist du drüber und drunter gegangen, dennoch 1000 Dollar gewonnen. Das war Millionaire Hossies dritte Folge des Formats. Wir sehen uns beim nächsten Format, bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich wieder. Das war's. Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Mitspielen. Kommt gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr mitspielen wollt. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch, schönen Tag und bis zum Ende.